Und herzlich willkommen hier schon wieder dieses Wochenende. Ey Mensch, ich habe irgendwie das Gefühl, die Woche besteht fast nur aus Wochenende. Also zumindest, ja, eigentlich nicht folgentechnisch. Klar haben wir 5 Folgen so und dann zwei Folgen fürs Wochenende. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also in letzter Zeit, zumindest ich persönlich habe das Gefühl, dass diese Arbeitswoche immer ziemlich schnell rumgeht. Und ratzfatz, man beschwert sich gerade, oh, schon wieder neuer Montag, neue Woche, Wochenende ist wieder vorbei, ne? Und kaum, dass man sich zu Ende beschwert hat, ist dann auch schon irgendwie wieder Freitag und man hängt da und so, juhu, yay, Wochenende. Und man weiß wieder nichts anzufangen mit seiner freien Zeit. Nein, natürlich nicht. Man weiß, was anzufangen damit. Wäre ja schlimm, wenn man dann da hängt und so, was mache ich jetzt? Ich glaube, das wäre das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man Wochenende hat und man hängt da total totgelangweilt und hat keinen Plan, was man machen soll. Ich stelle mir das echt ätzend vor. Ja, so ein bisschen, so ganz klein wenig zumindest. Naja, hoffen wir, dass das uns niemals, nie nicht passieren wird. Wir sind immer Fackeln dran. Sehr gut, gut vorbereitet, würde ich sagen. Naja, nicht ganz, aber fast. So, Dreh, dann müssen wir mal gucken, wo die nächste Etage entsteht. Eigentlich hier auf dieser Höhe, ne? Wenn ich mir das mal so richtig ansehe gerade. Ich hoffe, das passt jetzt. Ich will die nämlich nicht wieder so verhunzen wie vorhin, obwohl es war auch mal nicht schlecht. Man hat ein bisschen eine andere Etage reingebaut, weil ich glaube, das wird sonst recht langweilig, ne? Wenn man hier die ganze Zeit immer eine Etage nach der anderen genau so immer gleich aufbaut. So, ich glaube, das wird echt ätzend, oder? Nö, eigentlich wird es nicht ätzend. Warum sollte es ätzend werden? Es ist voll cool hier. Es ist wahres Entertainment. Ja, wie wir gestern ja festgestellt haben, auch ab und zu wieder wird ein bisschen gemecker, habe ich auch schon lange, obwohl, hatte ich das wirklich lange nicht mehr? Ich bin mir nicht so ganz so doll sicher, weil ich habe manchmal das Gefühl, ich mecker ziemlich viel, wo ich das eigentlich nicht tue. Also, ich persönlich habe zumindest immer den Eindruck, so klar, man ist manchmal ein bisschen meckerig, manches regt einen halt so ein bisschen auf, und dem muss man auch Luft machen. Ich bin ja nicht derjenige, der hier hängt und sich das jetzt in sich reinfrisst. Da hat jemand anders nichts davon, also andere haben nichts davon und ich habe nichts davon, höchstens meinen ersten Herzinfarkt oder Schlaganfall irgendwann. Und dem möchte ich doch gerne etwas vorbeugen und von daher lassen wir dann einfach alles raus, was uns denn da so bewegt. Aha! Puh, puh, hui. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Okay. Ja, dann werde ich erstmal kurz mich regenerieren. Ich esse dazu ein bisschen Fleisch nochmal. Lecker. Und ich klöpsel das hier nicht weg. Ich mache hier die Fackeln hin. Das können wir mal machen, siehste. Dann nutzen wir gleich die Gunst der Stunde und setzen hier die Fackeln hin. Für den Fall der Fälle, dass das Ganze hier doch etwas zu dunkel geraten sollte. Ich mache das, glaube ich, so. Lieber ein bisschen mehr als ein bisschen zu wenig. Lieber ein bisschen mehr als ein bisschen zu... Ah, wirklich Sinn macht das wieder alles mal nichts, was wir da von uns lassen. Aber ist auch eigentlich egal. Nein, das ist kacke hier. Komm, das soll da nicht ran. Da gefällt es mir besser. Ja, genau. Ich glaube, das passt dann auch. Ne? Also nicht, dass dann hier nämlich hier oben was spawnt. Wir haben das ja schon mal gehabt. An diesen gewissen Stellen, dass dann auf einmal ein Skelett da stand. Creepy McCreep höchstpersönlich stand ja auch schon mal dort. Und nach dem letzten Ereignis bin ich eigentlich der Meinung, ich muss es nicht nochmal haben. Zumindest vorerst nicht. So, das sollte dann soweit reichen. Hier nochmal wieder eins, genau. Ich denke, das ist so ganz in Ordnung. Was ich jetzt noch mache, ich werde hier schon mal so ein bisschen ransetzen. Ne? Also hier so mal ein bisschen die Etage schon mal ringklöppeln. Wir können das ja von hier aus Schniege machen. Was ich übrigens gestern noch sagen wollte, was ich irgendwie dann aber vergessen habe. Ich glaube, das ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen. So nach dem Motto, so, hey Mensch, ich glaube, da wollte der Zocker noch was erzählen. Und dann hat er es aber direkt wieder vergessen. Der olle Schusselkopf hier, ne? Ja, so ist er halt. Ja, und zwar wollte ich eigentlich noch drauf eingehen, auf diesen ersten Testbericht, den ich jetzt gelesen habe. Ich muss sagen, leider vielleicht aber auch nicht. Und zwar ging es da halt um dieses besagte Call of Duty Ghost, was ja momentan irgendwie die Nationen weltweit spaltet und irgendwie fast Kriege auslösen, wegen der Auflösung da irgendwie Debatten auslöst. Keine Ahnung, es ist irgendwie, wie gesagt, Schwachsinn hoch 3, was die Leute da abziehen. Aber nun gut, jeder muss seine Freizeit gestalten, so wie er mag. Ja, was auf jeden Fall, worum es halt geht, ist, dass dieser Test mal absolut grottig ausgefallen ist. Die Überschrift bei einem der Online-Magazine, die ich immer gerne lese, lautete nur von wegen Call of Duty Ghost mit Start in die neue Generation ging mal gründlich schief, so nach dem Motto. Ja gut, ich kann es jetzt nicht wirklich beurteilen. Ne? Ich habe es selber nicht gezockt.
kann aber auch sein, dass man das ganz anders sieht. Ich habe zum Beispiel Spiele mir gekauft, die haben in Tests, also wirklich in zig Magazinen, in den Tests immer richtig grottig abgeschnitten. Irgendwie, was weiß ich, von 10 Punkten maximal haben die irgendwie 3 bekommen, was schon mal eine echt schlechte Wertung ist, wenn man sich das überlegt, das ist dann nicht mal die Hälfte. Und trotzdem, diese Spiele waren der Hammer. Also ganz ehrlich, definitiv richtig, richtig cool. Und von daher kann man nicht so ganz viel drauf geben. Also was ich jetzt nur so mal bei Querlesen, weil ich dachte mir so, ja nee, jetzt willst du dir nicht alles antun, liest halt nur so ein bisschen quer, was die halt so da sagen. Also technikmäßig ist es jetzt wohl nicht so der Hammer, was wohl aber auch daran liegt, naja gut, der Entwickler selbst hatte schon gesagt, das war der absolute Horror, es für zwei Konsolengenerationen parallel zu entwickeln. Also einmal für die Konsolengeneration der 360 und der PS3 und dann halt für die neue, der PS4 und der One. Und das war wohl ein bisschen krass. Gut, muss auch überlegen, das ist ein wirklich riesiger Unterschied. Das sind praktisch zwei komplett andere Spiele, weil man muss ja alles dann ganz individuell anpassen an die neue Generation, weil das alles anders läuft. Wobei man dann auch sagen kann, definitiv, okay, das wird dann nicht so schön aussehen. Und das tut es ja auch nicht, ne? Also viele, viele kleinere Mankos, wurde auch eher angemerkt von wegen, ja gut, scheint eher so, als ob das Spiel noch nicht so ganz fertig ist. Ich glaube auch, dass man hier wieder so ein bisschen gesagt hat, okay, aufgrund des Releases, damit es halt rechtzeitig raus für die neue Konsolengeneration, weil das halt auch immer so ein Verkaufsargument ist und weil man damit vielleicht noch ein bisschen punkten möchte, bringt man das halt wieder früher raus oder noch früher, als es sonst man tun würde, nur um dann halt dementsprechend die Konsolenhersteller zufriedenzustellen. Und das bringt mich gerade zu einem für mich persönlichen Aufreger, wo ich jetzt wirklich so, boah, ich bin richtig, 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 richtig episch orkisch sauer. Und zwar Steve Ballmer, seines Zeichens CEO, also mehr oder weniger der Präsident, wenn man das so nennen möchte, von Microsoft, also nicht nur Microsoft Games und Microsoft Game Studio, nein, von Microsoft. Und dieser Typ, der tritt jetzt nämlich zurück, wohl irgendwie aus gesundheitlichen und privaten Gründen so ein bisschen. Naja, und da wird schon eine ganze Weile jetzt gesucht nach einem neuen Chefe, ne? Und da sucht man halt eine richtige Person. Ist auch klar, bei so einem riesengroßen Multimillionen-Milliarden-Dollar-Unternehmen, da muss schon dementsprechend bei dem Einfluss, den die haben und was die halt alles machen weltweit, muss da schon die richtige Person an der Spitze sitzen. Ist ja jetzt alles nicht so schlimm. Okay, wir müssen auch sagen, wir als Xboxler, egal welcher Generation wir dann nun angehören, sind ja irgendwie dann auch davon betroffen. Ne, auch uns kann das mitunter treffen und wird es auch, wenn denn der schlimmste Fall da eintritt. Und zwar ein Typ, ich habe dessen Namen schon wieder vergessen, vielleicht habe ich ihn noch verdrängt, ist vielleicht auch ganz gut so. Auf jeden Fall, wenn ich den sehen würde, das gibt's gar nicht, da würde so welche rübergezogen kriegen, einfach nur dafür, dass er das gesagt hat. Und zwar diese Type, das ist der ehemalige Chef von Nokia. Ehemalige Chef von Nokia, sollte einmal ich alles sagen, Nokia, ne, die es ziemlich vermasselt haben und dann irgendwie, ein bisschen am Rumkränkeln waren, jetzt aber sich mittlerweile halbwegs erholt haben, nachdem dieser Typ endlich mal weg ist. Naja, sagt eigentlich schon alles, ne? Auf jeden Fall ist man wohl am Überlegen und dieser Typ ist wohl einer dieser Top-Favoriten dort, obwohl er folgende Aussage getroffen hat. Und zwar hat er gesagt ganz öffentlich, dass wenn er denn der CEO werden sollte, er definitiv die Xbox-Sparte, also das Xbox-Segment, also alles, was damit zu tun hat, Games und die Xbox-Konsole allgemein, diese Abteilung, verkaufen wird an halt extern, ne? Wird es verkaufen. Und die Suchmaschine Bing würde er zum Beispiel schließen. Okay, Suchmaschine Bing, muss ich sagen, persönlich für mich jetzt nicht ganz so interessant. Ich habe die jetzt nicht so wirklich genutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hole mir kurz ein paar Setzlinge. Ein bisschen Knochenmehl, glaube ich. Aber wenn ich mal ehrlich bin, Mike, also mit Xbox, das würde mich schon extrem stören, ne? Vor allen Dingen, warum zur Hölle will er das verkaufen? Okay, es macht jetzt momentan echt dieses Gerücht die Runde, dass Microsoft schon seit einer geraumen Zeit mit der Xbox-Sparte Milliardenverluste einfährt. Gut, bei dem Geld, was man reinsteckt, ist es nicht unbedingt untypisch, aber ich sag mal so, ganz ehrlich, kann ich mir nicht vorstellen, denn letztendlich hat man auch sehr, sehr viel Erfolg mit der 360 gehabt, die hat sich wirklich extremst verkauft, auch der Online-Service ist richtig gut halt angekommen alles. Von daher kann ich mir das nicht so wirklich vorstellen, dass man da wirklich diese Verluste einfährt. Wie gesagt, ist halt ein Gerücht. Ich glaub's auch wirklich nicht, also ganz ehrlich, das ist irgendwie der Dummfug schon wieder. Wahrscheinlich von diesem komischen Nokia-Heini, da soll man da oben im Norden bei sich bleiben, da wo es ständig dunkel ist, ey. Weil die anderen Leute ärgern oder sowas. Mit seiner Anwesenheit belästigen, der komische Rabauke. Naja, auf jeden Fall, ja, es ist halt so ein bisschen komisch und
Also ich weiß nicht, das gehört auch irgendwie mittlerweile dazu. Klar, anfangs war die Xbox eher so ein Prestigeobjekt, weil man ja gesagt hat, okay, wir wollen uns da auch irgendwie, ne, wir wollen halt zeigen, dass wir da auch so ein Unternehmen sind, was halt auch sowas auf die Beine kriegt. Hat man ja auch wunderbar gemacht. Ich muss so sagen, ich bin echt begeistert und ich persönlich hoffe definitiv, dass dieser Hayo da irgendwie, dieser komische Honk, es nicht wird. Also, und wenn er es wird, müsst ihr mir alle hoch und heilig versprechen, wenn wir einen Flashmob starten und seinen E-Mail oder zumindest seinen Twitter-Account sowas von zuspammen von dem Typen, dass er anfängt zu weinen und zurück zu Mama an den Rockzipfel rennt und irgendwie um Gnade winselt. Ja, es wäre ihm zumindest zu wünschen, ansonsten drohen wir ihm noch mehrere Sachen, keine Ahnung, wir verpfeifen ihn an den NSA, schwärzen ihn an, sagen, dass er dann kleine Kofferbomben fertig macht, um irgendwie Botschaften Amerikaner zu sprengen. Irgendwie sowas sollten wir uns einfallen lassen, dass wir diesen Typen da loswerden wieder, damit unsere Xbox-Sparte und all das, was dazugehört, halt uns erhalten bleibt. Denn eben, ich möchte nicht drauf verzichten. Nur weil da irgend so ein Typ der Meinung ist, ja, das muss ich mal halt verkaufen, ne, damit wir irgendwie prozentual ein bisschen mehr Gewinn einfahren, vorderläufig, was uns eigentlich aber im Nachhinein gar nichts mehr bringt, aber zumindest für dieses Jahr haben wir voll viel Gewinn dann auf einmal, wenn wir das alles verkaufen, ne? Ja, ist klar, ne? Es ist so bescheuert, ne? Es ist, also, ja, es, ich weiß, das sind schon wieder Sachen, die versteht man einfach nicht. Vor allem diese Tragweite des Ganzen, vor allem, wer kauft das dann, ja? Wer, ganz ehrlich, würde die Xbox kaufen? Würde das dann irgend so ein chinesisches Großunternehmen sein oder irgendwie, was weiß ich, irgendein anderes Unternehmen, die dann wirklich mit unseren Daten hausieren gehen, weil die dann wirklich dann kapitalbringend nutzen, um halt wirklich platziert dementsprechende Werbung zu platzieren? Kann ich mir nicht vorstellen. Zumindest wäre es kein Unternehmen, was so finanzielle Sicherheiten hätte und Rücklagen wie Microsoft, die halt dementsprechend die Entwicklung und alles voranschreiten lassen können. Das wäre in dem Fall, wenn die das wirklich verkaufen, wäre es definitiv und zu 100% bin ich der Meinung, dem Tode geweiht. Die ganze Konsole von Microsoft oder die Xbox dann, wäre ja dann nicht mehr Microsoft, wäre definitiv dem Tode verurteilt, zum Tode verurteilt. Weil das Ding würde sich nicht mehr lange halten, definitiv. Vielleicht 1-2 Jahre, wenn überhaupt, und dann war es das gewesen, dann ist das weg. Allein diese Infrastruktur, die man jetzt mit der One vorhat, aufzubauen oder aufgebaut hat jetzt mit den Servern, alleine das ist sowas von kostspielig, dass sich das ein anderes Unternehmen gar nicht erst leisten könnte. Und von daher, ja, Halleluja, Leute, lasst uns hoffen, dass das nicht passiert. Ich mag da gar nicht dran denken, da wird mir irgendwie kotzübel. Entschuldigung, dass ich das so sage, ne? Also normalerweise umschreibe ich ja die Sachen doch etwas blumiger. Okay, mir wird blumig übel. Ja, Gänseblümchen übel wird mir. Wenn ich daran denke. Aber das, da vergeht einem echt alles, ne? Das ist echt, ja. Also vor allen Dingen, da hängen ja auch dann wieder zig Jobs dran, ne? Das ist ja auch wieder die Sache. Naja, wahrscheinlich wird es dann sowieso der Chinese irgendwie kaufen, der wird das dann zu sich alles umlagern, die ganze Produktion, alles mögliche, würde dann da hinpacken, wird sich ein paar namhafte Gesichter wie Major Nelson dann krallen, damit halt noch ein paar bekannte Gesichter dabei bleiben, die werden dann aber auch kurz danach verschwinden und dann haben wir eine chinesische Konsole, die uns komplett ausspioniert und irgendwie Atomraketen auf unser Land schießen kann, ja, irgendwie sowas in der Richtung. Nicht, dass wir paranoid werden oder so. Nein, auf keinen Fall. Das ist niemand, nie nicht irgendjemand hier. Das paranoid ist sowieso keiner. Ja, also das ist so, ne, nur mal so als mega krass übertriebenes Beispiel. Das, ja, ich weiß nicht. Oh, es ist, ja, wir können eigentlich nur das Beste hoffen. Genauso wie wir hoffen können, dass wir endlich mal Informationen zu den neuen Versionen bekommen. Auch da tut sich nach wie vor nichts. Es tut sich generell nichts. Das ist aktuell auch die Minecon. Da tut sich dann sowieso wieder nichts. Und ja, schön, ne? Mhm. Dachte ich mir dann auch so. Ja, es ist halt, ne, wieder mal Zeit, wo halt einfach nichts passiert, weil ich ja gehofft hatte, Mensch, wie ist ein paar neue Informationen oder zumindest vielleicht irgendwas, wann denn dieses Skyrim-Ding kommt, dieses Mashup. Aber selbst das ist jetzt noch nicht möglich zu sagen, wann das denn irgendwie geschieht. Der letzte Tweet ist irgendwie von vor 3 Tagen. Also dann doch schon wieder Ewigkeiten her, wenn man das überlegt, ne? Ja. Achso, übrigens, was wollte ich denn noch sagen? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas hatte ich noch, was mir tierisch auf der Seele gebrannt hat. Also so richtig mäßig, ja. So Folterinstrument brennmäßig mit hier glühenden Eisen und so ein Krams. Aber mir fällt's gerade wieder nicht ein. Sonst schießt mir das ja die ganze Zeit ins Hirn. Das kommt wahrscheinlich dann, wenn ich die Folge hier aufgenommen habe. Dann wahrscheinlich sitze ich dann da, so gemütlich, stimme alles so ab, frühlücklich und renne da ist so vor mich hin. Und dann auf einmal schreie ich wahrscheinlich laut auf. Der Nachbar wird dann wahrscheinlich auch schon durchdrehen, wenn er mich dann wieder hört. Und dann werde ich's wissen.
Aber das bringt mir da nichts. Nee, das bringt mir dann echt nichts. So, wir packen das nur kurz wieder beiseite. Das brauchen wir nämlich gerade nicht. Ja, es ist, ne. Ich weiß auch gar nicht mehr. Weil aktuell gibt es ja World of Keflings. Oh, Entschuldigung, jetzt muss ich doch echt mal gehen. Was ist denn los hier? Jetzt gehe ich nicht schon hier am... Ja gut, okay, ist ein bisschen spät geworden, aber naja. Nee, also aktuell, was ich eigentlich sagen wollte, bevor mich irgendwie der Sauerstoffmangel, ist es natürlich nur dann komplett heimgesucht hat, ist ja das World of Keflings aktuell als Gratisspiel für Goldmitglieder verfügbar ist. Ich habe mir das mal geholt. Ich habe irgendwann Anno Quacks da, Anno dazu mal, als dieses Spiel erschien, habe ich mir mal damals die Demo geholt, fand es... in Ordnung, kann man das so sagen? Ja, ich fand es in Ordnung, aber hab's auf jeden Fall nicht für kaufwürdig empfunden. Jetzt natürlich, wo es das gratis gibt, hat man sich's dann geholt. Muss auch sagen, so, es ist ganz in Ordnung. Mal so kurz für 10 Minuten. Nein, ich hab's ein bisschen länger gezockt. Auf jeden Fall ganz okay. Ich mag ja irgendwie so Aufbauspiele und sowas. Vor allem war ganz cool, weil ich Outpost Kaloki X, das wird kein Schwein mehr kennen, das ist eins der allerersten Arcade-Games gewesen, überhaupt für die 360, habe ich mir damals geholt. Das war, ist total cool, ich kann es nur empfehlen. Also es ist auf jeden Fall ganz lustig, wenn es das denn überhaupt noch gibt. Also ich weiß noch, manche gibt es ja mittlerweile nicht mehr von diesen allerersten Spielen. Auf jeden Fall, dafür habe ich dann gleich was bekommen, nur weil ich das habe und weil ich Illumilo gezockt habe, habe ich auch gleich noch was gekriegt. War nicht schlecht, vor allen Dingen, ich habe echt nicht gestaunt, schlecht gestaunt, als ich das dann gesehen habe, ne? Ja, Outpost Kaluki X, das, das und das. Ich so, hä? Was? Ich musste erstmal selber überlegen, was das denn noch überhaupt war, weil ich da mich schon gar nicht mehr dran erinnern konnte. Umso freudiger überrascht war ich natürlich und habe eben festgestellt, dass ich ganz viel Holz falsch gesetzt habe. Was total doof ist. So ganz klein wenig nebenbei bemerkt. Nun gut, wir werden uns dann hier mit dem Holzhacken etwas beschäftigen, freuen uns der Dinge, benutzen die neue Axt, die sie natürlich zum wahnsinnigen Vorteilspreis von nur 79,99 bekommen. Ja, 79,99, meine Damen und Herren, Sie hören recht. Vorher nur für 799, also stark reduziert, nur einmalig hier bei uns. Jetzt einfach nur schnell ran an den Hörer, wir haben nur 200 Stück davon. Dann sind die weg, die wird's nie wieder geben, wird nie wieder produziert, weil der Hersteller ist pleite gegangen. Der Nokia-Chef war kurzfristig dort angestellt und hat beschlossen, in dem Axtgeschäft keine Äxte mehr herzustellen. Ja, das war strategisch vielleicht nicht unbedingt super, aber der Gewinn wurde natürlich im ersten Jahr gesteigert um satte 400%. Also rufen Sie jetzt an, wenn Sie diese unglaubliche Axt haben wollen für diesen sagenhaft günstigen Preis. Sammlerstück-Charakter mittlerweile, wie gesagt, wird nicht mehr produziert. Das Ganze natürlich in unserer kostengünstigen Hotline zu erwerben oder über diese vielmehr. Ja, Minutenpreis von nur 4,88 €. Mensch, wenn das jetzt nicht Ihr Tag ist heute, weiß ich auch nicht. Da könnt ihr schon eher Lotto spielen. Also komm, ruf an, bestell den Scheiß und dann hast es. Mögt ihr solche Sendungen auch? Das ist manchmal echt ganz lustig, ne? Also wenn man da mal so durchseppt, ich habe es nämlich die Tage gehabt, so einfach so beim Durchseppen so abends, ich habe dann irgendwie ein bisschen spät aufgenommen und musste dann so in die Nacht hinein die Folge für den nächsten Tag rendern lassen, bevor ich zur Arbeit gehe, damit ich dann halt, bevor ich zur Arbeit morgens gehe, dann halt den Upload anstupsen kann. Und deshalb musste es halt die Nacht über durchrendern und dann dachte ich mir so, ach nee, bleibst du noch wach, wartest du, bis es fertig gerendert ist und lässt es dann gleich die Nacht über hochladen, weil ich habe das ungern, dass die ganzen Maschinen hier laufen, während ich halt nicht da bin. Ich traue dem Frieden immer nicht so ganz. Also habe ich dann noch gewartet und so beim Durchsippen, weil ich dann keinen Bock zu spielen, weil ich dachte so, nee, spiel will es jetzt nicht. Also hochst ein bisschen Glotze. Und da kommt ja echt nichts, ne? Dann einfach so durchgesappt und bin dann irgendwie bei, keine Ahnung, ey, das war so weit hinten im Fernsehprogrammkanal, Dings da, also in der Senderleiste. Ja, so weit hinten war ich noch nie irgendwie. Ich habe einfach weitergesappt, so halb zombie-mäßig im Schlafwahn, ja. Und da kam dann irgendwie, ich weiß gar nicht, QVC, Homeshop, irgendeins von diesen Gedönsdingern auf jeden Fall, die man eigentlich freiwillig niemals gucken sollte. Echt, das macht echt das Hirn matschig, das Zeug, ne? Das geht gar nicht. Naja, und auf jeden Fall ging es da halt auch gerade so ähnlich. Klar, der Nokia-Typ hat ja nichts damit zu tun, obwohl er Meinung nach sowieso immer an einem schuld ist, aber naja, egal. Und ich muss jetzt gerade mal gucken, weil ich glaube, ich muss diese Etage dann umbauen da oben. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ja, jetzt haben wir das erste Mal richtig Mist gemacht. Rein theoretisch müsste das nämlich eins tiefer. Ah. Das ist ja, aber das geht nicht. Wieso?
Hä? Ich verstehe es nicht, warum das jetzt nicht mehr klappt. Irgendwie sind die Abstände doch sonst immer gleich. Ach, irgendwas wird schon daran schuld sein, dass das jetzt nicht funktioniert. Aber ich habe mir überlegt, wir können jetzt ab dieser Höhe, glaube ich, wirklich anfangen, die Etagen ein bisschen anders zu gestalten. So ein bisschen zumindest. Wobei wir uns dazu durchringen. Es sieht echt geil aus von hier oben. Wenn man so weit oben ist, sieht Minecraft sowas von genial aus, finde ich persönlich. Ich finde das voll cool. Ne? Also das hat richtig was. Ne, gut. Ich habe ja gesagt, ich werde mich jetzt in die Falle hauen, ne? Genau, bevor dann hier alles dunkel wird. Hier ist es sowieso ein bisschen arg dunkel, muss ich sagen. Das heißt, ich werde definitiv hier noch ein Lämpchen hinmachen. Genau. Das war die falsche Höhe, ne? Ja, genau. Das werde ich nochmal schnell machen. Ich hoffe, das passt noch, bevor es hier dunkel wird. Nicht, dass dann doch noch was spawnt. Ja, ich glaube, dass jetzt passt es. Kann ich schon? Nein, ich kann auch nicht. Gut, ich werde mich dann einfach in die Falle hauen. Wir werden uns dann morgen wiedersehen und dann werden wir oben, wie gesagt, die Etage mal etwas anders gestalten. Das hatte ich sowieso vor, weil ansonsten würde der Turm doch zu langweilig aussehen. Okay, wir haben ziemlich viele verschiedene Elemente. Allein durch die Ringe sieht es ja immer ganz schön aus und diese Stützfunktionsstreben, sage ich jetzt mal, die wir hier eingebaut haben, die ich da oben auch nochmal wieder nachsetzen muss, ne, bevor wir das vergessen. Naja, aber trotzdem werde ich das oben noch etwas ganz anders gestalten. Da wird der Turm noch ein paar andere Elemente bekommen, sodass er auf jeden Fall richtig, richtig geil aussehen wird. Okay, bevor ich jetzt hier noch während der Aufnahme einschaffe, weil ich merke gerade so, oh ja, holla, die Wild Fee, bin ganz schön müde, ne? Werde ich mich dann mal verabschieden. Ich werde mich ein bisschen ausruhen. Vielleicht trinke ich mal noch ein Energy rein und nehme doch noch eine Folge auf. Ich weiß noch nicht. Oder so einen dreifachen Espresso, irgendwie sowas. Der bringt dann noch das Herz ordentlich auf hier richtig so auf Hochpower, ne? So hochleistungsmäßig drauf. Nun gut, ich verabschiede mich. Wir sehen uns dann morgen wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.